Hallo Friends und willkommen zu diesem neuen Ark Survival Ascended Video auf The Island, in dem wir die erste und einfachste Höhle im Süden der Map besuchen wollen, um die Story weiterzuspielen, indem wir das erste Artefakt mit dem Namen Artifact of the Hunter finden möchten. Die Höhlen in Ark sind wirklich eine Herausforderung, denn dort warten auf einen wirklich viele, viele Gefahren, weswegen es wirklich spannend ist und man sich gut auf das Ganze vorbereiten muss. Das werden wir in diesem Video tun. Wir werden euch zeigen, was wir alles mit in die Höhle nehmen, um das Ganze zu überleben und das Artefakt lebend aus der Höhle zu befreien. Und was wir für ein Dino mitnehmen, welche Dinos man überhaupt mit in die Höhle nehmen kann. Denn es gibt Höhlen, da kannst du gar kein Dino mitnehmen. Dann haben die Höhlen auch verschiedene Größen. In manche Höhlen passen verschiedene Dinos gar nicht rein. All das seht ihr in diesem Video. Und natürlich auch, wo sich die Höhle befindet, was dort für Kreaturen und Gefahren auf einen warten und ob wir das Ganze überhaupt schaffen. Also, falls ihr einfach sehen wollt, wo sich die Höhle befindet, welches die einfachste die Höhle auf die Island ist, beziehungsweise wenn ihr auch einfach Action sehen wollt und sehen wollt, ob ich das überhaupt schaffe, dann bleibt auf jeden Fall dran und hinterlasst eine positive Bewertung, wenn ihr wollt, dass wir auch noch die anderen Artefakte holen und anderen Höhlen besuchen. Das wird nämlich auch nochmal sehr, sehr, sehr viel Action und da muss man sich gut drauf vorbereiten. Und abonniert auf jeden Fall diesen Kanal, so verpasst ihr nämlich sowieso kein Video mehr und könnt uns kostenlos unterstützen. Das Ganze ist nämlich nur ein Klick und ist auf YouTube komplett kostenlos. Und in diesem Sinne wünsche ich euch aber erstmal ganz viel Spaß bei diesem Video. So, wir sind hier wieder zurück in unserer wunderbaren Starbase und wir haben heute einiges vor. Aber bevor wir anfangen mit unseren Missionen, werden wir, glaube ich, nochmal eben kurz zusammenfassen, was wir so erlebt haben. Und ich glaube, das lässt sich ganz einfach mit ihm hier zusammenfassen. Wir haben nämlich einen Thylacoleo getamed, aber das war wirklich eine Mission. Wir sind draufgegangen, wir sind beinahe nochmal draufgegangen, beinahe ist unser Dino draufgegangen, aber im Endeffekt haben wir es dann geschafft und wir haben jetzt hier Lucifer, Level 47. Ist jetzt nicht das krasseste Level, aber immerhin etwas. Und wofür haben wir den Thyla geholt? Erstmal, weil es einer meiner Lieblingstiere in Ark ist und weil der Thyla super gefährlich ist und auch super, super stark, um zum Beispiel in die größeren Höhlen damit zu gehen. Also wenn der Thyla nicht passt, haben wir auch noch einen Kano. Der ist Level 116, also der ist eigentlich sogar noch stärker. Bevor wir aber natürlich in die Höhle gehen, müssen wir uns noch vorbereiten. Also es reicht natürlich nicht jetzt einfach einen guten Dino mitzunehmen, sondern wir müssen auch ein bisschen kochen. Okay, hier haben wir verschiedene Suppen. Damage und Regenerierung, das brauchen wir. Cooked Meat haben wir. Oh mein Gott, wir müssen eigentlich anbauen. Gewächshaus haben wir natürlich noch nicht, aber wir können es trotzdem schon mal versuchen, würde ich sagen. Wir müssen einmal kurz einen Test machen, ob hier überhaupt draußen was wächst oder wir jetzt echt erst das Gewächshaus brauchen. Ich würde sagen, wir pflanzen jetzt einfach mal kurz hier. Aber wir brauchen halt auch Wasser, ne? Wir brauchen auch Wasserleitungen und alles. Wir stellen mal ein paar her. Wir stellen mal ein paar her und dann gucken wir mal, wie jetzt das mit dem Wasser so läuft. So. Also wir haben hier einmal dieses Teil, was wir ins Wasser tun müssen. Ah, und dann sieht man die Reichweite. Ja, easy ist ja eine Reichweite. So, da kann dann auch nichts mehr dran. Okay. Und dann haben wir diesen Wassertank. Okay, läuft auch. Und du kriegst jetzt Wasser? Ja, okay. Es ist jetzt so, du baust nicht mehr Wasser zu deinen Beeten oder Gewächshäusern hin, sondern du musst einfach in dieser Range sein und dann diesen Wassertank. Da kannst du dann auch einfach raus trinken. Und das kann ich jetzt hier hin tun. Und was passiert dann? Da kommt trotzdem noch Wasser raus. Aber das ist halt cool, weil das ist halt wirklich wie ein Wasserhahn. Wenn wir das dann irgendwie ins Haus packen oder so. So neben der Kochstation. Aber es wird ausgemacht, es nervt. Dann hätten wir das. Jetzt brauchen wir natürlich noch Samen. Und ich glaube unter anderem Karottensamen. Karotten? Kartoffeln? Ejobären? Na gut, das haben wir immer. Okay, Karotten und Kartoffeln müssen wir anpflanzen. Eigentlich brauchen wir auch so Heiltränke. Können wir auch machen. Narkotik haben wir, Wasser haben wir, Tintobären haben wir. Chillig, das machen wir auch. Ah, ich muss erst einen Dünger reindingsen. Dünger ist drin. Oh, da brauche ich dann eine große Plattform für. Oh, da machen wir halt Stimmbeeren. Brauche ich nicht. Wir brauchen große. Large Crop Lodge. Große Beete. Machen wir direkt mehrere große und vielleicht auch noch Medium. Könnt ihr alle mal kurz Kacki machen? Die? Aber wir haben unsere Kackstelze. Wo ist Kackstelze? Hi, mein Freund. So, dann nehmen wir die Stimmbeeren. Die bringen nämlich die
Yumiya ist immer zum Kaki machen. Geil. Just Arc Things. Bitte, bitte einmal wachsen. Danke. Okay, ich glaube, wir haben keine Kartoffelsamen, ne? Dann müssen wir jetzt noch mal eben Kartoffelseeds farmen. Doch, die sind's. Glaube ich. Ich glaube, wir haben sie. Ah, die kann ich auch hier. Perfekt. Jetzt müssen wir eigentlich nur abwarten. Jetzt haben wir hier auch noch unsere eigene Zucht. Entspannt. Nicht nur die Tierzucht, auch die Pflanzenzucht. Aber in der Zeit können wir jetzt uns auch schon mal Heiltränke machen. Die gingen, glaube ich, ganz easy. Tintobär Narkotikwasser. Warte, was stellen wir hier gerade her? Color? Stopp, ich will keine Color. Jo, also wenn jemand ein bisschen Farbe haben möchte, müsste jetzt eigentlich jeden Rotton haben, den es irgendwie... Ja, wir haben jeden Rotton, den es gibt. Aber wir haben zwei Heiltränke, das ist doch schon mal ein Anfang. Ah, Disable Autocrafting, perfekt. Ah, Cosmetics, da haben wir jetzt die Farben. Oh, wollen wir was einfärben? Oh, mit dem Rot, das hat schon was Gefährliches, ne? Also das Dunkelrot hat es mir angetan. Oh, das finde ich geil, das sieht ein bisschen lila aus. Hier auch. Ui, ich liebe ja dunkle Sachen. Hast du auch einen Knüppel für Caro neben deinem Bett? Klar! Baseballschläger. Heilige Maria Gottes! Jetzt ein Witz, ne? Ist tot, ne? Aber ich habe mich jetzt selber lieber gerettet, weil wenn der jetzt in unsere Base gegangen wäre, ja Halleluja. Was fällt ihm denn ein? Wer ist er denn? Wir machen gleich... Oh nein. Level 5. Ne, der muss sterben. Mistvieh. Drecksstück! When you try your best, but you don't succeed. Violet war unser ältester Dino, weil unser Dodo ist ja schon tot. Mann, jetzt fühle ich mich richtig schlecht. Ich hätte kämpfen sollen. Aber der Terry hätte uns beide getötet. Wir müssen es auch noch den Kindern beibringen. Wir müssen Julia und Julia müssen wir noch beibringen, dass ihre Mom tot ist. Jetzt müssen wir... neben Frieda auch noch Violet begraben. Einfach unsere ältesten Dinos. Violet. Geliebte Mutter und Urgestein. Julia. Julia. Ihr beiden. Ihr wisst, ihr bedeutet mir sehr viel. Und eurer Mutter. Und deswegen bin ich jetzt ganz ehrlich mit euch. Sie hat sich geopfert, um euch zu retten. Sie hat gesagt, ohne Julia und Julia kann ich nicht. Und deswegen hat sie dafür gesorgt, dass wir hier alle sicher bleiben, sicher weiterleben und sie immer für euch da sein wird, in eurem Herzen. Immer, wenn der erste Sonnenstrahl über die Bäume kommt, wird sie an euch denken und euch ein Zeichen geben. Und hasst mich bitte nicht, ich kann ja nichts für euch, ich hab nur euch beschützt. Warte mal, habe ich da schon mal so ein Zeug für uns gemacht? Oh ja, eins haben wir davon schon. Also die Kartoffeln, die... sind auf jeden Fall gut dabei. Also eigentlich bin ich der Meinung, könnten wir gleich schon in die erste Höhle. Ich habe zwar übertrieben Schiss und wir werden wahrscheinlich eh sterben, aber wir versuchen es mal, ne? Darauf kommt es ja an. Okay, dich können wir auf jeden Fall auch schon mal echt nochmal gut leveln. 4000 ist schon mal strong. Wir haben nochmal echt gut Gesundheit leveln können. Von 1000 auf 4000. Oh mein Gott, das ist ja Caro. Chat, wir gefährden dann Caro. Meint ihr, Caro ist damit einverstanden, dass wir Caro gefährden? Ich meine, immerhin haben wir Caro gezähmt. Also eigentlich, ja, ich finde, das ist auch ein Vibe mit Caro in die erste Höhle. Hier sehen wir jetzt einmal alle Höhlen auf the Island. Sehr wahrscheinlich ist die untere die einfachste, also die im Süden. Das ist direkt über uns. Das ist voll in unserer Nähe. Ja, nee, entspannt. Das ist gefühlt Luftlinie 50 Meter oder so von uns. Okay, wir müssen eigentlich nur ein bisschen in die Richtung und dann sind wir schon da. Deswegen würde ich sagen, snacken wir noch eben ein bisschen was. Tut mir leid, Bro.
Bestimmt da, wo uns die Raptoren mal gekillt haben, da in der Nähe. Schlimme Erfahrung an die Stelle. Da, wo sind die Raptoren? Ich erwarte sie ja nur schon. Ich will nicht eigentlich. Oh mein Gott, hier ist ein Höhleneingang. Dann wird es wohl sein, ne? Naja. Let's go oder so, ne? Das hört sich jetzt schon schlimm an. Also hübsch ist es. Ist ja echt voll in der Nähe von unserer Base. Ich mach mir in die Hose. Links, rechts! Das ist totale Angst. Laufen einfach immer links. Wir machen hier ganz ruhig. Wir gehen hier ruhig durch die Action. Leben regenerieren. Den Air. Warum steige ich vom Dino ab? Hilfe. Okay, wir gehen jetzt einfach weiter. Sind wir denn noch lang bewusstlos? Okay, jetzt geht's uns eigentlich wieder gut. Heilige Maria! Wir müssen hier weg! Wir sterben! Wir sterben! Wir sterben! Das ist die entspannteste Höhle. Okay, wir gehen wieder hin, töten den Rest. Schützenfest, hoffe ich.
Heilige Maria, Leute, ey, das ist doch ja alles nicht mehr normal. Okay, wir gehen mal ganz vorsichtig weiter. Ja, komm wieder her, ey, Kackstelzen. Fällt uns da ein? Das ist Artefakt, ne? Wo? Von wo? Von wo? Von wo? Er kommt her. Ihr Viecher, kommt doch her! Und noch so ein Kackvieh hier. Sehe nichts mehr. Nimm das Artefakt. Lass uns die Beine in die Hand nehmen. Lass uns hier ein für alle Mal bitte verschwinden. Aber hübsch ist hier. Mein erstes Artefakt, ich bin happy. Also, ich bin happy, wenn wir hier raus sind. Glaube ich. Und dann haben wir uns für links entschieden, ja. Nee. Wir kommen doch von da. Doch, ja, von hier kommen wir. Haben wir uns für rechts entschieden? Vielleicht sind wir auch gerade im Kreis gelaufen. Ich habe absolut keine Ahnung. Es leckt, das ist ein gutes Zeichen. Heißt, wir nähern uns dem Ausgang. Den Lystrosaurus, den hatten wir vorhin auch gesehen. Oh mein Gott, ich sehe den Ausgang. Ich kann es nicht mehr. Halleluja. Ab nach Hause, sofort dieses Artefakt einsperren und wir sehen uns hier erstmal nie mehr wieder. Tschüss. Wir haben hier auch Titanoboa-Venne. Sehr gut. Wir haben Chitin, eine Menge Chitin, was sehr, sehr, sehr gut ist. Ja, der Rest ist auch cool, aber das Wichtigste haben wir gerade im Inf. Wir haben das Artefakt of the Hunter. Of the Hunter. Geil. Einfach nur geil. With relentless determination, the Hunter will never waver until it catches its prey. Okay, wir haben das erste Artefakt. Wir waren in der ersten Höhle. Ich muss sagen, es war schon nicht easy, also es ist auf jeden Fall, man muss auf jeden Fall gucken, was man macht und muss da irgendwie auch ein bisschen mit Taktik rangehen. Wir hätten jetzt natürlich auch noch die Tränke gehabt, wären wir jetzt irgendwie mal vom Dino gefallen oder keine Ahnung, hätten wir jetzt noch die Heiltränke für uns gehabt und auch das Essen. Aber im Endeffekt hat unser Dino halt carried und da mussten wir halt gucken, dass wir zwischendurch, also wären wir nicht zwischendurch weggegangen, wäre unser Dino tot gewesen und dann wären wir auch tot gewesen. Also das haben wir ganz gut gemacht. Ja, da kommen wir doch den Artefakten schon ein wenig näher. Weil ich finde, gerade wenn man es arg durchspielen möchte, im Sinne von, man muss jetzt vielleicht nicht alle Bosse spielen, aber so wenigstens so die Artefakte und so holen, finde ich schon eigentlich eine ganz coole Sache. Okay, kommen wir zu den Sachen, die wir hier eingesammelt haben. Erstmal das Artefakt, das bleibt hier erstmal schön drin, ne? Ganz klar. Das reparieren wir dann mal alles. Ja, dann die Heiltränke und sowas können wir eigentlich gut jetzt hier reintun. Die brauchen wir dann jetzt erstmal nicht. Artefakt-Podest. 80 Obsidian. Haben wir so viel? Eins nur? Aber wir wissen, wo was ist. Okay, wir brauchen Obsidian. Dann könnten wir unsere Artefakte ausstellen. Caro, du hast halt klasse gemacht. Warum sage ich eigentlich die ganze Zeit er? Es ist eine sie. Vulkan weiß ich. Da auf jeden Fall meine ich auch.
Aber Vulkan ist mal am chilligsten eigentlich, ne? Hier kommt er ja nicht hin. Wow! Sagst du denn so ab? Machen wir mal eben kurz hier. Neununddreißig. Ich glaube, wir brauchten 80 oder sowas. Dino? Ja, nein. Sieht aus, als wären wir hier alleine für uns. Okay, ja, auf jeden Fall genug Hobby jetzt. Oh, du hast den höchsten Gipfel der Ark erklommen. Belohnung. Ist ja nicht so, als wäre ich hier nicht schon 500 Millionen Mal gewesen, aber ich danke. War ich nach Hause jetzt? Der Dino ist weg. Wo ist denn der Kachi Machi? Ah, da ist er. Ach, chillig, hat er nur 70.000 Leben. Ey, Leute, ich bin richtig proud, dass wir das heute geschafft haben. Aber die erste Höhle, dann weiß man ja circa, worauf man sich einstellen kann, weil es wird ja halt nur noch schwerer. Aber ich denke, ne, auf jeden Fall für die nächsten Höhlen werden wir uns auf jeden Fall noch ein paar mehr Dinos zähmen. Im besten Fall recherchieren wir dann erstmal, mit welchen Dinos kommst du in welche Höhle und so, weil in manche Höhlen kommst du ja sogar nur zu Fuß rein. Wir holen uns auf jeden Fall dann auch nochmal ein Kanu, nochmal ein Rex. Also klar, Rex, mit dem Rex kommst du nicht in die Höhle rein, aber damit wir da auf jeden Fall von den starken Dinos auch nochmal so ein paar haben zum Paaren. Wo stellen wir das denn hin? Oder hier ist auf dem Tisch. Nee, das ist langweilig. Wir brauchen irgendwie was Geiles. Machen wir das erstmal hier hin. Artefakt. Check. Wowie. Aber was wir gucken können, wie geht's unseren. Wir haben Zitronen. Sehr, sehr, sehr geil. Oh, wir haben Karotten. Auch sehr, sehr, sehr cool. Kartoffelis. Können wir jetzt schon was von diesem Essen einmal machen, auch wenn wir jetzt gerade nicht in einer anderen Höhle sind? Ach, cool, hat genau gereicht von der Anzahl, dass wir eins herstellen können. Sehr cool. Haben wir das auch schon mal gemacht? Ich bin gerade auch mal überlegen. Ich glaube, was als nächstes bautechnisch anstehen würde, wäre ja ein Gehege für unsere anderen Dinos. Also für die Flugdinos haben wir ja da oben jetzt die Plattform, die ich immer noch super cool finde. Aber für unsere anderen Dinos bräuchten wir natürlich noch was. Und da bin ich halt auch schon immer so am Überlegen, was wir da am besten bauen können. Also auf jeden Fall werden wir, glaube ich, diese Zäune hier ersetzen, weil bieten jetzt nicht den krassesten Schutz. Ich meine, man muss hier ja gar nicht so geschützt sein, weil es normalerweise, wenn hier nicht auf einmal irgendwie ein Teri chillt, ist hier ja eigentlich auch nicht so wirklich was Gefährliches. Aber fürs Feeling soll hier schon so eine kleine Festung sein. Aber ich weiß noch nicht. Ich meine, man könnte sagen, man trennt. Also man macht verschiedene Gehege für verschiedene Arten von Dinos. Zum Beispiel die gefährlichen großen Dinos kommen in einen Gehege oder in einen Bereich rein. Dann die kleineren in einen Bereich, so die Pflanzenfresser kommen in so einen Bereich, wo sie dann vielleicht auch frei rumlaufen können oder so, wenn sie nicht daraus abhauen können. Ich überlege gerade, ob wir dann eher in diese Richtung. Wahrscheinlich gehen wir dann eher in die Richtung, weil da haben wir ja unser Lager sozusagen, was das Ganze abgrenzt. Jo, und dann machen wir hier so einen Bereich, wo unsere Pflanzenfresser rumlaufen können vielleicht. Und unsere gefährlichen Dinos, die kommen dann in so einen Außenbereich, also in den äußeren Ring. Und da lassen wir uns auch irgendwas Cooles einfallen. Da machen wir dann auch so ein großes Tor, dass der Rex und so da durchkommt, weil hier haben wir nur so ein kleineres Tor. Sollen wir den Moshops zähmen? Ich finde auf den Reiten immer ganz witzig. Ah, er chillt eh schon auf unserer Seite. Dann ist das doch perfekt. Ach so! Level 100, das ging ja schnell. Ja, dann bist du auch 100. Weil die kann man auch ohne Sattel reiten. Das finde ich immer ganz witzig. Ist halt gerade für den Anfang eigentlich auch ein guter, guter Dino. Ah, nee, das müssen wir anders machen. Was war das denn? Ich stell's jetzt erstmal hier hin, keine Ahnung. Oh ja, so sieht man's schon eher. So, kann's weitergehen.
So kann es weitergehen. Oh mein Gott, das ist eigentlich perfekt. Und dann können hier weitere Artefakte daneben. Also irgendwann brauchen wir dafür vielleicht noch so einen Trophäenraum, so eine Schatzkammer oder so. Aber sowas können wir natürlich alles nochmal errichten, wenn es dann soweit ist. So, ihr Lieben, ich hätte nicht dran geglaubt, dass ich das Ganze wirklich auch noch alleine schaffe. Aber wir haben es überlebt. Unser Dino namens Caro, haha, und ich haben es geschafft. Und wir haben das Artefakt zu uns nach Hause geholt. Ich muss sagen, die Höhlen in Asa sehen wirklich so, so, so cool aus. Also sie sind wirklich richtig, richtig schön. Also die Grafik ist krass. Aber man darf es auch wirklich nicht unterschätzen. Also selbst die erste Höhle, welches die einfachste war, ist auch schon wirklich schwer. Und man braucht echt einen guten Dino und muss auch wirklich darauf achten, dass man sich nicht töten lässt. Aber ich denke, wir haben es im Endeffekt ganz gut hinbekommen und wir konnten euch zeigen, wo sich die Höhle befindet. Gerade auf Asa sieht das Ganze ja nochmal ein bisschen anders aus, wo genau das Artefakt versteckt ist und welche Kreaturen auf euch warten. Ihr könnt jetzt mal unbedingt in die Kommentare schreiben, mit welchen Dinos geht ihr am liebsten in die Höhlen, die man mit einem Dino betreten kann. Das würde mich mal sehr, sehr, sehr interessieren. Und welche Höhle ich als nächstes besuchen soll, gerade auch vom Schwierigkeitsgrad her, würde mich das mal sehr interessieren. Hinterlasst jetzt auf jeden Fall eine positive Bewertung. Falls ihr weitere Arc-Videos sehen wollt, gerade auch, wo wir die Story weiterspielen und die Artefakte und Co. sammeln wollen. Und vergesst nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Falls ihr es bisher noch nicht getan habt, so könnt ihr uns kostenlos mit einem Klick unterstützen, verpasst kein Video mehr und seid bei weiteren Meilensteinen am Start, wenn wir vielleicht bald die 3000 Abonnenten knacken. Schaut auf jeden Fall auch bei unseren anderen Social-Media-Kanälen vorbei, denn gerade auf Twitch sind wir mehrmals die Woche live. Dort seht ihr sowas in Uncut-Version, könnt mit uns quatschen und mit uns bangen, wenn wir mal wieder solche Sachen machen, weil man hat mir eventuell angemerkt, dass ich ein bisschen Schiss hatte. Schaut aber auch gerne bei unserem anderen YouTube-Kanal Naka und auf Instagram vorbei. Dort gibt es nämlich Lifestyle-Content in Form von Kurzvideos und Longform-Videos, also Vlogs, Shorts, Challenges und vieles, vieles mehr. Und in diesem Sinne würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss, ihr Lieben!